Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Alliierten. Jawohl, und wir bewegen uns echt auf die Zielgerade zu, und zwar Richtung Moskau. Das ist ja hier der Punkt. ja, genau, was gibt's noch zu sagen? Beim letzten Mal haben wir ja die Wolga befreit, und jetzt würde ich sagen, wir gehen uns mal auf die nächste Mission. Zack. Ich schau noch mal gerade. Ja, das passt. Oh, accursed weather. Welcome to the USSR, Commander. All Allied divisions are at the ready for our final push on Moscow. But we have received some bad news. The Soviets have the Iron Curtain back online and plan to use it to foil our assault. If that was not enough, our spies hint that a more powerful version of this weapon is in the works. I need you to infiltrate the Red Tech Centers so we can gather information on this new weapon. Dismissed. Krass. Okay. Ja, aber ich werde erstmal, wie immer beim Anfang einer Mission, zwischenspeichern und gucken, ob er aufnimmt. Er nimmt auf. Sehr schön. Ja. Wie gesagt, wow, da sind... Oh, das ist ein Schlachtkreuzer, geil. Alter, Alter, jetzt mach keine Scheiße. Oh Gott. Alter Schwede. Was war das denn für eine Timing-Aktion, ey? Ja, wie gesagt, die Sowjets haben den eisernen Vorhang wieder aktiviert bekommen irgendwie. Und jetzt sollen wir uns halt darum kümmern, dass das Spione in die Tech-Zentren ja, befördert werden von uns sozusagen. Und sozusagen die Pläne stehlen. So habe ich das verstanden eben. Genau, ja. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal hier ans Werk. Zack, Raffinerie. Ja genau, es ist wieder eine komplett neue Aufnahme, komplett neue Woche. Und ja genau, heute werde ich auch mal wieder zwei, drei Missionen am Stück aufnehmen, weil das macht auch sehr viel Spaß hier, muss man doch sagen. So, ich werde jetzt erstmal mit dem kleinen Gummipanzer hier erkunden. Und ja, willkommen zurück bei Command & Conquer. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe... Oh, warum ruckelt das denn jetzt hier so? Ja, ich habe den Modus mal wieder umgestellt auf den mittelschnellen. Ich glaube, das ist so eine Never-Ending-Story mit mir und dem Loilo. Mit dem Command & Conquer. Aber jo, genau. Ah, einen Spion haben wir sogar schon, habe ich gesehen. So, die Raffinerie wohin? Ich würde jetzt sagen, erstmal hier oben in Sack. Und dann wollen wir mal direkt mal eine Kaserne. Weil wir müssen uns ja im Notfall... Was? Oh Gott, hör auf zu schießen. Um Gottes Willen, hör, schieß nicht. Aber was macht er denn? Warum? Ja, jetzt kriegen die Sowjets bestimmt Wind, dass wir hier sind. Und der kann ihn nicht plattfahren, WTF. Hallo, was? Selbst so Zivilisten halten so viele Schüsse von einem Gummipanzer aus. Also die sind echt... ziemlich schwach, muss man mal ganz ehrlich mal sagen. Ja, genau, wir begeben uns quasi auf die Zielgerade zu. Wir sind jetzt wirklich in der näheren Umgebung von Moskau. Zweitletzte Mission. Oh, und da werde ich direkt angeballert. Oh, was zur Hölle, was war das denn? Oh, Edelsteine, yeah, geil, nice. Aber weißt du was? Wisst ihr was? Da schicke ich direkt mal meinen Sammler hin. Oder? Ah, nee. Das soll man nicht machen. Das mache ich mit dem zweiten Sammler. Den ich jetzt baue. Weil, dann hat der Sammler halt auch eine gewisse Fahrzeit. Und, die Fahrzeit, die ist Gift hierbei. Weil man da halt in der Zeit keine Kohle kriegt. Genau, und das muss man halt vermeiden.
So sieht's aus. So, weiter Energie bauen erstmal. Was macht der denn? Ey! Was ist das für ein Aufständiger hier? Vor meinen Schützen ist der weg. Was ist das denn für ein Möchtegern hier? Oh Gott! Alter, was? Kommt mal zurück! Kommt mal zurück! Das wusste ich ja überhaupt nicht mehr. Scheiße! Oh Gottes Willen! Hallo! Was macht ihr denn? Lass doch mein... Warum habe ich kein Geld mehr? Jetzt fahr da drauf! Oh Gott! Fahr da drauf! Alter, nicht deren Ernst! Oh! Was war das denn? Ah, scheiße! Oh, mein Bauhof! Der brennt jetzt natürlich, ist klar. Nö, ich muss den erstmal reparieren. Was war das denn? Ich hatte auf einmal kein Geld mehr. Ja, klar. Ja, natürlich. Egal, da ist eine Artillerie bei. Die macht das schon. Komm, die Artillerie macht das. Jawohl, sehr schön. Alter, was soll das denn? Ja, dann fahr da drüber. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz hier. So, okay. Alter Schwede. Ah, da hätten die fast instant gewonnen. Ja, das, so sieht's aus. Also... Warum baue ich eigentlich erst die Werkstatt? Bin ich denn behämmert? Ich brauche erstmal ein Radar. Ja, das geht ja schon. Nein, danke. Ich will dich nicht hier. Sorry, ich will nichts von dir. Du willst ein Geschenk haben, aber. Nee, danke. Du hast ein Geschenk, aber ich brauche dein Geschenk nicht. Sorry. Dein Geschenk sind Kanonenkugeln. Ja, ich merk's schon. Oh, jetzt schon wieder so eine Sammlerschlacht. Das kann doch wieder nicht wahr sein. So, egal. Die Technologien kommen mal hier unten. So, dann baue ich ja eigentlich direkt mal das Tech-Zentrum. Und der kann man hier sammeln, ja. Ich brauche den Platz. Ich brauche den Platz jetzt ganz einfach. So, das ist ein Haus. Okay. Ich bewege mich hier erstmal nicht von der Stelle. Weil, dann provoziert man halt ungewollt und unnötig. Und das will ich halt nicht, ne? So, du kannst jetzt erstmal die kleinen Zipfel hier sammeln. Oh, da ist noch was. Mensch. So. Ich verlasse mich erstmal auf meine Basisverteidigung hier. Die Einheiten, die ich ja davor noch mitbekommen habe. So, haben wir jetzt das Tech-Zentrum. Da bauen wir erstmal eine schöne Werkstatt. Wir brauchen Silos, ja, wegen den Edelsteinen. Ich merke es schon. Jetzt bauen wir eine Artillerie. Für die andere Seite. Für die Seite hier. Die brauchen nämlich definitiv Infanterieunterstützung. Oh ja, so, ich schaue nochmal gerade. Der nimmt noch weiter auf. Sehr gut, alles klar. Ja, das Spiel läuft doch stabiler mit dem mittelschnellen Aufnahmemodus. Deswegen, ja, behalte ich den einfach mal. So, die Werkstatt kommen wir hier oben hin. Auf die Gefahr hin, dass sie mir weggeballert wird, aber es ist erstmal okay. Weißt du was? Ich mache jetzt mal was ganz fein, ganz interessantes. Hallo? Hier, schieß mal da drauf. Ah, der schießt nicht aufs Erst, schade. Weil damit ich da den Turm hinbauen kann. Naja. Ja! Natürlich! Was soll das denn? Nicht auf mein Tech-Zentrum! Oh, du Penner! Komm, mach schon deinen blöden eisernen Vorhang. Ja, toll. Oh, was ist das denn? Scheiße, Mann. Da kommt er mit dem Mammutpanzer an. Wichser, ey. Richtiger Penner. Oh. Ja, wie lange hältst du, eiserner Vorhang? Ja, wenn dieser Effekt auf der Einheit ist, dann ist der unverwundbar. Das heißt, der eiserne Vorhang hat gegriffen. Ja, und du sollst mal hier... Ich will jetzt endlich meine Verteidigung hier oben aufbauen. So. Bunker direkt. Oh, ja, der schickt manchmal echt Mammutpanzer. Das ist... ein nettes Begrüßungskomitee. Schickt da einfach mal Mammutpanzer. Ja, ist auch nicht schlecht. Wer will's ihm verübeln, ne? Er muss mir auch irgendwie schaden. Ja, die Silos, ich weiß. Aber die kommen später erst. Ja, ich verliere jetzt ein bisschen was. Aber das kann ich halt momentan nicht ändern. Das kann ich schon ändern, wenn ich mal schneller bauen würde hier, ne? Aber, ja. Und zack, und da kommt hier noch ein Bunker hin.
Alter, der will unbedingt mein Tech-Zentrum haben, ne? Und der hat ausgerechnet meine Artillerie gekillt, ist klar. Ja, komm, jetzt fahr da drüber. Alter Schwede. So, weg damit. Dann brauche ich halt eine neue Artillerie. Das ist so, ja. Und brauche ich noch eine Energie? Ich brauche eigentlich alles. Ich brauche eigentlich alles. So, ihr beide, ihr macht das jetzt mal kaputt. Beziehungsweise fahrt da drüber. Damit ich hier ein bisschen mehr Platz kriege, so. Ich glaube, das hat noch niemand gemacht, aber das ist halt notwendig hier, ne? So, Konstruktion abgeschlossen, sehr schön. Gut, was brauche ich denn jetzt noch? Also ich habe eigentlich jetzt so schon fast alles. Ja, Verteidigung. Verteidigung, definitiv. Nee, stopp! Eine zweite Raffinerie brauche ich noch. Hier, zack. Dann wird das mal schön gebaut hier. Der Satellit ist gleich fertig, das ist schon mal gut, ganz gut, eigentlich, ja. Da brauche ich auch nicht mehr erkunden. Weil mit dem Satelliten geht das ja automatisch, ne? Ich stelle die trotzdem schon mal da vorne hin. Den James Bond stelle ich schon mal da hin. Da ist die... Ah, die Raffinerie hier oben, ja, alles klar. Nein, mach das nicht! Lass die in Ruhe! Lass die in Ruhe, um Gottes Willen, ey. Ich will nicht, dass sie da oben hinlaufen und dann kommen die Angriffe. Ja, weil das gibt's hier nämlich in der Mission. Warum sind die Edelsteine noch da, hä? Ah, der liefert schon. Ah, alles klar, sehr schön. Ja, du kriegst... Ah, dann brauch halt noch einen Panzer, komm. Ja, jetzt verliere ich wahrscheinlich wieder 500 Stück, aber ist... Ja. So. Okay. Ja, wir sehen die ganze Karte. Alles klar, dann schaue ich mir das mal an. So, das ist nur ein Zivilistendorf hier. Haben die eine Kirche? Die haben eine Kirche, weil in Kirchen ist nämlich meistens in Command & Conquer Kohle drin. Ja, das ist ein bisschen makaber, aber das ist so. Da machen wir halt gleich mal die Kirche platt. Ah, hier stehen Mammutpanzer rum, das ist mal wieder sehr schön. Nicht. Und ja, schauen wir mal weiter. Also, ich baue mal schön meine Verteidigung auf. Kann ich die hier auch mal hier sammeln? Der kann man reparieren. Das Reparieren ist ja billiger als es neu zu bauen, haben wir ja beim letzten Mal erfahren. So, noch ein Bunker, noch ein Panzer. Panzer. Und ich baue schon mal den zweiten Spion. Wir haben ja gar zu viel Kohle. So, weiter geht's. Weiter Verteidigung aufbauen. Die brauchen wir hier. Ganz dringend brauchen wir die. Ah, der kommt mit Luftwaffe. Nein. Da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Fuck. Kriegt er das hin? Schafft er das? Jetzt hör auf. Alter Schwede. Gut, also erstmal Flachs bauen. Alles klar, ich hab's verstanden. Ah, erstmal Flachs bauen. Okay, dann kommen hier erstmal Flachs hin. Ich hab die Nachricht verstanden, Russe. Mhm. Kriegst wieder irgendwelche Spawner hier, ne? Ja, der hat Spawner. Alles klar. Und hier hat der eine Scheiße da. Alter Schwede. Oh, Einsatz nicht möglich, ey. Ich könnte so... Ah, egal, dann tust du halt dahin. So. Ja, dann kommt noch einer dahin. Welche davon sind denn kaputt? Die beiden hier noch. Der Gummipanzer, den ja, repariere ich einfach auch mal. Zack. Nein, Energie! Ah, ich hab's noch gesehen, aber nicht mehr rechtzeitig. Shit! Oh Mann. Ja, gut. Eine Sekunde. So. Ich muss mal gerade. Sorry. Ich muss dir gerade mal eine Handynachricht beantworten. Ja, es tut mir leid, dass ich da jetzt am Handy gewesen bin. Aber. Oh Gott, was ist das denn? Hier ist gar keine Verteidigung. Oh, da kommt wieder so ein blöder Mammutpanzer, ey. Ja, mach schon deinen blöden eisernen Vorhang. Ich warte drauf. Ja, da ist er. Komm. Und der will natürlich wieder meine Waffenfabrik haben, der Penner, ey. Vor allem die Wirkung hält auch so lange. Oh, guckt euch das mal an. Und wir brauchen Silos und wir bauen irgendwie gerade nichts. Warum auch immer wir nichts bauen. Ich bin irgendwie so unkonzentriert gerade. So, ja, mach den kaputt. Komm, sobald die Wirkung nachlässt, mach den kaputt. Ja, zack. Und da kommt immer an die Front und der kann direkt mal reparieren. So.
Weil wir brauchen definitiv Flachs und auch geschützt. Ah, Moment, ich mache hier schon zu, ne? Ich mache hier schon zu. Ja, die Hubschrauber kommen auf die andere Seite. Ja, ich werde nämlich noch Hubschrauber bauen. Weil ich die in Command & Conquer sehr gerne einsetze. Definitiv. Doch eine perfekte Ergänzung zu den Panzern. So, dann hier und dann Bunker. So, Artillerie. Und ja, die beiden Spione habe ich jetzt mal. Dann baue ich gleich schon mal den BMT, doch, ja. Damit die schneller sind. Und dann zack. Und dann baue ich jetzt die Heliports und den BMT. So, hier werde ich meinen Angriff sammeln. Und das speichere ich dann auch erstmal zwischen. Mission 14 sind wir schon, genau. Und ich gucke mal, ob der noch aufnimmt. Wunderbar. Alles klar. Gut. Okay, dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Die bringen die Kohle rein, das ist gut. Hier packe ich dann wieder meinen Hubschrauber hin. Sechserpack am besten. Und der BMT, der kann jetzt mal hier die Spione einladen, ja. Ich verhalte mich noch sehr passiv, das ist auch so gewollt, weil, wenn wir Stress machen, macht der Gegner auch Stress und da habe ich keinen Bock drauf im Moment. Wirklich nicht. So, zack, neue Bauoption. Nochmal Artillerie. So, wie gesagt, also hier hat er nicht so viel. Wir müssen halt hier drauf aufpassen, ne? Das ist klar. Weil wir die halt infiltrieren. Ah, übernehmen! Übernehmen! Ich bin doch so ein Vollhorst, ey. Ich brauche Ingenieure und keine Spione, verdammt. Aber Moment. Ah, nee, hier sind Hunde. Fuck. Nee, das Radar einzunehmen, das bringt auch nichts, weil wir sehen ja alles. Das ist ja die Krux hierbei. Wir sehen ja alles. So, einfach weiterbauen. Weiter Panzer bauen. Der kommt auch erstmal nicht angeschissen. Nee, das ist sein Spawner hier. Der hat nämlich irgendwie 5 Spawner hier in dem Level oder so. Der kommt nicht angeschissen. Das finde ich relativ gut sogar. Ja, wahrscheinlich, weil wir den halt in Ruhe lassen. Ist klar. Ja, wer hat schon Bock drauf, einen Gegner zu stressen? Also ich nicht. Deswegen werde ich auch erstmal nicht seine Sammler angreifen. So, der ist gleich fertig, der dritte. Mann, dauert das lange, wenn man nur einen Bauhof hat. Ja, ich war mittlerweile dran gewöhnt, 2 Bauhöfe zu haben. Von den letzten Missionen noch. Und gleich habe ich keine Kohle mehr, weil die Sammler irgendwie am anderen Ende der Welt sammeln. Macht ihr denn da? Dann sammelt ihr noch nicht mal die Edelsteine. Doch, okay. Und ihr sammelt jetzt mal da. So. Keine Kohle mehr. Super. Jetzt könnte ich die Kohle gut gebrauchen, die ich eben verschwendet habe. Ja, 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 ja. Da haben wir es wieder, ne? Oh, was macht ihr denn? Seid ihr bescheuert? Hallo? Hab ich hier hingeschickt? Nee, sowas. Nee, glaube ich nicht. Da sind noch ein paar Ist egal, komm. Ja, die fahren hier das Ding kaputt, alles klar. So, dann ist der Panzer gleich mal fertig. Dann fokussiere ich mich mal auf den Hubschrauberbau. So. Genau, und der nimmt weiter auf sich. 18 Minuten haben wir schon. Geht das schnell hier heute? Krass. Gut. Dann würde ich sagen, die beiden Ingenieure können mal in den BMT gehen. Bemannter Mann... Ach, bemannter, ja genau. Doch, bemanntes mobiles Transportfahrzeug. Das ist schon richtig, ja. Das ist schon... Ah, nee. Das ist ja so ein Kackstein im Weg, ernsthaft. Das ist unsymmetrisch. Scheiße. Ja, egal, komm. Das wird eh unsymmetrisch. Also von daher. Ich fokussiere mich jetzt mal auf den Helibau. Dann tue ich hier unten die 4 Silos hin. Hier noch eine Basisverteidigung. Dann werde ich auch schon angreifen. Genau so sieht's aus. Na. Alles klar. Was machst du? Was macht der da? Geh doch hier. Ja, jetzt stehen die Raffinerien natürlich scheiße. Ja, doof. Egal, komm. Wenn ich Glück habe, brauche ich auch nicht mehr so viel Geld. Ja, das passt irgendwie nicht hin. So, dann mache ich noch einen. Das sieht zwar jetzt scheiße aus, aber ist egal. Hauptsache, wir kriegen Hubschrauber. Und
ihr sollt nicht weiter wegfahren, sondern ihr sollt hier vorne sammeln. Dass die auch immer weit wegfahren müssen, ne? Das ist auch so ein Reflex. Ups. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ich musste mal kurz aufstoßen. Ne, die Sammler, die fahren immer ins letzte Karteneck und weigern sich, in der Nähe zu sammeln. Genauso wie sie sich weigern, die Edelsteine einzusammeln. Das ist irgendwie blöd. Von der Spielmechanik. So, das hier ist mal Team 2. Gut, dann baue ich mal die 4 Silos. Genau, 4 Silos. Okay, da ist der Mammutpanzer, alles klar. Und er kommt mit Luftwaffe auf meine... Ja, ich wollte gerade die letzten Gebäude bauen, aber da fällt mir ein, ich brauche noch eine Flak. Lass meinen Sammler in Ruhe. Alter. Jetzt hör bloß auf, ey. Wie lange hält die Scheißwirkung denn? Alter Schwede. Ich brauche noch eine Flak hier. So, weg damit. Nein, Energie. Ja. Fuck. Man macht ihn kaputt, komm. Das schafft ihr ja wohl. Ja, sehr schön. Ah, wieder der schöne Hellmarsch. Jawohl. Genau. Hört sich ein bisschen Nazi-mäßig an, aber ist schon ein sehr geiler Soundtrack, muss ich sagen. So, gut. Dann können wir hier jetzt... Ah, na stopp. Die Silos weiterbauen. Silos sind wichtig, ich weiß, aber... Ich weiß, dass einige die vernachlässigen, aber die Silos sind wichtig hier. Definitiv. Damit man echt keine Ressourcen verschwendet. Ne? So, bauen wir Panzer. Ich trau mich mal und baue einen Panzer. Ja. Was zur Hölle? Ha! Wieder so ein blödes Flugzeug oder so. Oder ein Hubschrauber, keine Ahnung. So. Geschützturm. Dann mache ich hier eins hin, ein Pack. Und hier unten zwei Packs und dann passt das schon. So, dann haben wir die Basis auch fast fertig. Wieder riesengroß, aber es muss sein. Hier einmal das und einmal ein Bunker. Dann sollte das erstmal passen hier oben. Dann werde ich mich auch erstmal um diesen Stützpunkt hier kümmern, weil der ist nicht so schwer befestigt. Ja. Noch einmal Geschützturm. Ich hoffe, die Energie reicht aus, ey. Nicht, dass ich jetzt noch ein Kraftwerk bauen muss. Ich baue mir ja alles zu hier. Ja, baue noch einen Panzer, komm. So, jetzt können wir mal weiterreden, Russe. Jetzt können wir mal weiterreden. Jetzt habe ich nämlich meine Verteidigung fast stehen. Und dann werde ich dir gleich mal einen Besuch abstatten. Und die hier, die kommen anscheinend wirklich nicht. Und wollen mich belästigen. Das ist schon mal ganz gut. Die haben wohl aus der letzten Mission gelernt, dass das nichts bringt, mich zu belästigen. So. Ist hier. Ah, es hat wieder kurz geleckt. Das erinnert mich doch daran, nochmal einen Aufnahmecheck zu machen. Und zu speichern mal gleich. Genau. Und dann würde ich sagen, mache ich mal einen kurzen Schnitt, weil die Aufnahme sieht komisch aus. Also bis gleich.